Und jetzt kommt wieder die große Weihnachtsgeschenkeshow bei Pearl TV. Ja, liebe Zuschauer, man überlegt ja jetzt, was kann ich schenken? Es sind unter 40 Tage bis Weihnachten. Oh Gott, die Zeit rennt. Und wir möchten Ihnen helfen. Wir präsentieren Ihnen tolle Geschenkvorschläge für jeden in Ihrer Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis. Das bedeutet, Sie müssen gar keine Sorge, gar keine Panik haben. Da findet sich für jeden was. Wir haben tolle, tolle Sachen und dann dürfen Sie auch direkt zu den tollen TV-Sonderpreisen bestellen. Also ganz ruhig einfach die Bestellnummern aufschreiben und dann bei den Kollegen im Callcenter durchklingeln. Und da wird für jeden was dabei sein, egal ob es Kinder sind, Mann, Frau, vielleicht so eine Kleinigkeit für die Nachbarin. Also wir haben für jeden was im Programm. Das sind ganz tolle Sachen und wir haben auch immer neue Produkte mit dabei. Deshalb, Sie können sich überraschen lassen. Und das erste Produkt, das kommt direkt mit unserem Engelchen. Denn das Engelchen bringt bei uns immer die tollen Geschenkvorschläge. Da ist sie schon. Vielen Dank, liebe Diana. Oh, und da freue ich mich ganz besonders, denn das ist auch was, finde ich, was man sich selber auch mal schenken kann, sich mal gönnen kann, wie man so schön sagt. Ja? Schauen Sie mal. Kleine Engelchen. Ja, wunderschöne Deko-Elemente. Ich glaube, die sehen in jedem Haushalt und nicht nur zur Weihnachtszeit gut aus. Aber klar, Weihnachtszeit ist da natürlich genau die richtige Zeit, um sie mal aufzustellen. Wir sehen einen Engelschor, obwohl, nein, eigentlich nicht eine Engelskapelle, weil Sie sehen, alle dieser vier verträumten Engel haben ein Musikinstrument. Und also die sehen einfach richtig toll aus. Ich finde sie auch nicht zu groß, nicht zu aufdringlich. Mit 14 cm dann Größe, genau die richtige Größe, um als Dekorationselemente irgendwo zu stehen. Und also ich muss sagen, ich bin ja so ein kleiner Engel-Fan. Ja? Ich mag ja Engel in allen Variationen. Oh, Ralf, aber du bist so goldig. Aber die, ist er nicht süß? Die sind richtig süß. Die sind richtig süß, ja, da muss man sagen. Wenn du mal einen umdrehst, das ist zwar, das schauen wir uns nachher an, wenn wir die mal umdrehen, dann sehen wir, diese Flügel sind auch noch mit leichtem Gold verziert hier. Das sieht einfach herzlich aus. Und guck mal allein in diese Gesichter. Die Unschuld der Engel spiegelt sich hier wieder. Und jetzt haben wir, also solche Engel kannst du oftmals in Dekorationshäusern kaufen und dann zahlst du halt für einen Engel 15 bis 20 Euro. Hier haben wir jetzt diese komplette Kapelle, ja, unsere Weihnachtsengel mit Musikinstrumenten im Viererpack für 17,96 Euro. Und da ist endlich auch mal so eine Engelskapelle für jeden oder kann sich jeder leisten. Und jetzt überleg mal, diese vier auf einem schönen Regal platziert oder auch, da kannst du gut gerne auch mal links und rechts von Büchern machen, also praktisch jeweils zwei Engel als Buchstopper verwenden. Auch das sieht toll aus. Und ich glaube, es gibt so viele Dekorationsideen, wo man das machen kann, wo man sie hinstellen kann. Vielleicht auch einfach nur auf den Nachttisch eines lieben Menschen, dass dieser Engel dann ja der persönliche Schutzengel ist. Das Ganze ist aus Polyresin, also sehr, sehr hochwertiges und auch schweres Material. Wenn man das mal in die Hand hält, wird man merken, das ist jetzt also nicht sowas, was man einfach so ganz einfach wegpusten könnte. Das ist sehr, sehr robust. Erstens mal Temperatur, auch nicht empfindlich gegen Temperaturschwankungen. Also ich könnte die auch mal draußen gerne im Garten positionieren. Oder jetzt kommen wir auch mal zu einem traurigen Punkt, wenn man vielleicht einen lieben Menschen verloren hat. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne Grabdekoration. Also man kann damit Freude verteilen. Man kann den Engel als Symbol natürlich hier einsetzen, eben als Schutzengel oder dann eben ein Grab verschönern. Ich glaube, so ein Engel, also solche vier Engel, die sind vielfältig einsetzbar. Und ein Engel steht ja auch als Begleiter und Beschützer. Und wie sagt man so schön, wenn man an Engel denkt, dann bewegen sie ihre Flügel. Ne? Und zwei Drittel aller Deutschen glauben wirklich an Engel. Ja? Das ist eine riesige Zahl. Und ich glaube auch daran. Und die sind wunderschön hier für ihr Zuhause. 17,96 Euro der Preis. Das Vierer-Set mit der NX 72 64 569. Die sind ein Traum. Deshalb holen sie sich diese Begleiter, diese Beschützer zu sich nach Hause oder auch als Geschenk für liebe Menschen, weil die sind einfach ein Traum. Also muss man ganz klar sagen, hier so lieb, schau mal, wie die schauen und dann glitzert das so süß, die Kleidchen, hinten die Flügel und mit den Musikinstrumenten. Gerade auch für Engelsammler natürlich was ganz, ganz Tolles. 17,96 Euro für das Vierer-Set und damit macht man vielen Menschen, glaube ich, eine riesen Freude. Also das ist was ganz, ganz Tolles hier zum Anfang. Und
unserer tollen Show. Und Diana bringt dir ein riesen Päckchen her. Und sie haben das nächste Produkt hier auch schon bei uns auf dem Tisch gesehen. Denn da kommen wir zu unserer tollen Popcornmaschine. Ich liebe ja Popcorn. Und das ist eine absolute Profimaschine. Hier jetzt auch noch ein bisschen im Retro-Look. So sahen früher Popcornmaschinen in den 50er Jahren aus. Aber natürlich nicht mit der Technik der 50er Jahre, sondern mit modernster Technik. Sie sehen eine großzügige Tür. Und hier sehen wir, da drin wird Popcorn natürlich gemacht. Das Ganze aus hochwertigstem Edelstahl. Jetzt einfach mit dem Messbecher, da sind übrigens zwei verschiedene Messbecher dabei, die den Mais hinein. Und dann schalten wir oben ein, dann ist es auch noch schön beleuchtet. Und jetzt passiert alles von allein. Sie können hier sogar zusätzlich gleich mal Zucker mit reingeben, weil viele zuckern ja nachträglich. Aber hier haben wir den Vorteil, wenn du Zucker direkt reingibst, dann karamellisiert das Ganze auch. Oh, also das ist eine richtig tolle Sache. Und zwar ohne Schweinerei. Hast du schon mal versucht, nachträglich zu karamellisieren? Dann musst du ja Zucker irgendwie anbraten. Das gibt immer eine Riesensauerei und meistens auch Verbrennungen. Wenn so ein Tropfen mal auf die Haut spritzt, das merkst du gleich. Hier passiert das alles von ganz allein. Und du hast es uns gerade gezeigt, eine riesengroße Auffangschale hier unten drin. Und jetzt kann ich in wenigen Minuten eben frisches Popcorn nach meinem, so wie ich das möchte, salzig oder auch karamellisiert genießen. Und das ist so ein Geschenk für Kinohelden, ja, für die, die gerne mal zu Hause auch so einen Kinoabend machen, vielleicht auch einen Mädelsabend oder einen Serienabend oder da gibt es ja ganz, ganz viele. Und dann stellt man das auf zu Beginn und dann hat man wunderbar frisches Popcorn und das ist sowas, das ist dann noch das i-Tüpfelchen auf so einem DVD-Abend oder wie immer man diesen Abend nennen möchte. Es sieht toll aus. Ich mag ja diesen Retro-Look sehr, sehr gerne. Und die kann man richtig schön dann auch im Wohnzimmer stehen lassen. Die ist richtig schick, ne? Hier mit diesem tollen Aufkleber noch so mit drauf. Ne? Das sieht richtig toll verziert aus. Also wirklich wie so im Kino früher. Weißt du, was ich so liebe? Ja? Und ich sitze hier jetzt gerade an den Lüftungsschächten. Der Geruch, ja. Da kommt jetzt schon der Popcorn-Geruch raus. Also in wenigen Sekunden oder wenigen Minuten geht das, ja. Müsste es fertig sein. Wir hören es, glaube ich, schon. Aber hier es fängt langsam an. Ja, wir hören es. Es fängt schon an. Also, es fängt jetzt noch, an zu kochen. Noch 30 Sekunden vielleicht eine Minute. Die ersten platzen schon, das hört man dann immer hier ein bisschen. Und irgendwann wird es dann so viel, dass eben der Deckel sich automatisch öffnet und alles fertig herunterfällt in die Auffangschale. Und die nehme ich dann einfach zur Tür vorne raus, wenn alles hier gepoppt hat. Und dann habe ich eben meine Riesenportion frisch gemachtes Popcorn. Und das finde ich also toll. Nicht nur als Geschenkidee, auch für mich selber natürlich hervorragend. Da, schauen Sie mal, wie schnell das geht. Da geht schon los, da kommt alles heraus. Sehen Sie das, wie toll das ist? Also das ist eine richtige Sensation hier. Super toll das Ganze. Oh, wie toll das ausschaut. Ich finde das ja richtig genial. Ich bin immer wieder überrascht aus so einem kleinen Schöpflöffel, wie viel Popcorn da rauskommt. Das ist eine Riesenportion. Also nicht zu viel reinmachen am Anfang. Sie werden sehen, das ist unglaublich ergiebig. Sie haben ja diese zwei Löffelchen mit dabei im Lieferumfang. Also können Sie direkt gucken. Soll ich es mal aufmachen? Damit wir mal reinschauen können, da sieht man es, glaube ich, sehr schön. Ich weiß nicht, ob alles schon gepoppt ist. Meinst du, es ist alles schon fertig? Ich weiß es nicht genau, ich habe nicht genau gesehen, wie viel du vorhin reingemacht hast, aber du siehst hier schon mal eine anständige Portion für uns. Ah, das ist der Rest. Einfach umdrehen, raus. Und jetzt können wir natürlich, aha, da kommt immer mehr. So, und jetzt haben wir schon mal eine ordentliche Portion. Leckeres, frisches Popcorn. Ist das toll? Und man hat das halt gleich in dieser tollen Schale. Das finde ich halt so schön. Die sieht auch aus wie im Kino, ne? Da kann man direkt hier rumgehen und sagen, möchte jemand frisches Popcorn? Und das duftet fantastisch. Alles so weit weg von mir. Komm, ich gebe sie dir rüber, kein Danke. Problem. Du darfst direkt was naschen hier. Oh, ist das lecker. Das ist fantastisch. Mm. Warmes, toll duftendes Popcorn in dieser schicken Schale. Jetzt ein bisschen Salz noch drauf, wenn man das salzig mag. Oder wie Ralf gerade schon erzählt hat, dann schön karamellisieren, vorher ein bisschen Zucker reingeben. Dann kriegt das diese tolle Zuckerkruste. Das ist was ganz, ganz Außergewöhnliches. Das müssen wir noch mal raussagen. Also es gibt viele Popcornmaschinen, auch kleinere, aber da kannst du nur nachträglich zuckern. Ja. Hier kannst du Zucker direkt reinmachen und wir wissen, dann karamellisiert es. Und dann hast du erst die perfekten Popcorn. Ja, diese Kruste drumherum. Es ist ein Riesenunterschied, ob du jetzt Zucker oder Puderzucker drüber streust oder ob du das karamellisiert schon über den Popcorn hast. Also das ist hier wirklich außergewöhnlich an dieser Maschine. Und deshalb ist sie wahrscheinlich auch so begehrt, unsere große Popcornmaschine hier, unsere Profi-Popcornmaschine. Und
Ich muss auch sagen, Popcorn, wer mag kein Popcorn? Oder Popcorn ist auch ein super toller Snack, weil er halt so kalorienarm ist. Ne? Kann man immer zwischendurch essen. Und auch die Presse ist begeistert. Da schauen wir mal hier. Testsieger, sehr gut. Die Popcorn-Maschinen-Test war sie... im Popcornmaschinen, was sie kann. Leckeres Popcorn, das schnell und relativ leise zubereitet ist, eignet sich diese Maschine hervorragend und bekommt von uns deshalb eine absolute Empfehlung. Ja, vielen Dank, Testurteil, sehr gut hier bei uns. Und ich würde sagen, ich teste auch mal. Fantastisch, super lecker. Richtig gutes Popcorn können Sie dann auch machen. Verschenken Sie die, wird sehr beliebt sein. 75,91 Euro für Sie, der TV-Sonderpreis an der Stelle. Richtig tolles, karamellisiertes Popcorn, ganz ohne die Schweinerei. Mit der Bestellnummer NC 32 37 569. Die Kollegen im Callcenter sind für Ihre Bestellung jetzt da. Unter der 0180 51 51 dreimal die 2. Und die Engelchen, das Viererset nicht vergessen. Die sind super beliebt hier, die tollen vier Engelchen hier bei uns, liebe Zuschauer. Und da kommt Diana und die bringt uns hier gleich eine Fernbedienung. Ja, und da haben wir nämlich ein tolles Rennauto für Sie. Ja, das ist nicht nur ein Rennauto, das ist ein Monster Truck. Vielleicht haben Sie schon mal solche Monster Trucks gesehen. Die fahren und fahren über Stock und Stein mit riesen Reifen. Und das können wir hier jetzt auch machen. Und das hier mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Unsere Monster Trucks fahren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Stundenkilometer. Und das ist also wirklich toll. Über Stock und Stein, innen als auch außen. Und das ist also wirklich genial. Und jetzt schauen Sie mal auf den Preis. Da muss ich sagen, also das geht fast nicht. 13,26 Euro. Übrigens, der Aufsatz des Monster Trucks ist aus weichem Gummi. Und somit kann ich hier auch wirklich gewährleisten, dass wenn ich mal irgendwo ein bisschen unsanft drüber fahre, dass das überhaupt kein Problem ist. Vorwärts, rückwärts natürlich. Achtung, jetzt muss ich wieder umdenken, weil ich es gerade nur in der Kamera sehe. Halt andersrum, oder? So, pass mal auf. Das ist wieder sowas, wenn man es in der Kamera anschaut, dann ist es andersrum. Jetzt habe ich ihn wieder im Blick. Und jetzt werden Sie sehen, ich kann vorwärts, rückwärts und ich fahre mal hier dagegen. Sehen Sie jetzt, ich hoffe, die Kamera kann es auffangen. Jetzt bin ich mal ganz grob vor dagegen gefahren. Das ist das Chassis, ein bisschen verrutscht. Das macht aber dem Gerät überhaupt nichts, das fährt trotzdem. Und ich kann es dann wieder draufsetzen, muss dann natürlich hinlaufen. Aber ich zeige es Ihnen nochmal jetzt hier, wuff und zurück und vor. Und ich kann sogar, guck, schauen Sie mal, unser Schnee, der macht gar nichts aus. Jetzt muss ich ihn holen, weil jetzt war ich zu grob. Aber was ganz, ganz toll ist, ist die Lenkung. Schauen Sie mal hier, ein Lenkrad. Haben wir an der Fernbedienung, links und rechts lenke ich da und wie eine Pistole gebe ich Gas. Wenn ich drücke, fährt er vorwärts und wenn ich ziehe, also nach hinten schiebe, dann fährt er rückwärts. Das ist ganz, ganz toll gemacht. Einzelradaufhängung, einzelgefedert nochmal und somit kannst du mit dem also wirklich über Stock und Stein fahren mit einer unglaublichen Geschwindigkeit bis zu 15 Stundenkilometer schnell und du weißt, am Anfang ist man ganz vorsichtig, aber nachher merkt man, da kann man richtig Gas geben, Kathi. Macht unglaublich viel Spaß, muss ich sagen. Ich mag ja solche Rennautos und hier so ein richtiges Monster-Truck-Gefährt. Das macht natürlich richtig Spaß. Das ist natürlich was ganz, ganz Tolles. Schauen Sie mal. Guck mal, ich kann so ein bisschen driften. Und ich finde auch die Lenkweise so toll, dass du dieses Lenkrad im Prinzip an der Fernbedienung hast und dann lenken kannst und hier jetzt vorwärts, rückwärts. Also der kann auch mehr. Wir fahren hier natürlich jetzt ein begrenztes Einzugsgebiet, sage ich mal, oder eine Rennstrecke. Aber wenn du mal draußen bist und dann so über eine Wiese oder über den Hof brettern kannst, dann kannst du richtig Gas geben. Und das jetzt, also das wäre also in meiner Jugend ein Traum gewesen. So ein richtig geiles Fahrzeug, das kann man hier sagen, zu unserem Monster Truck. Der heißt übrigens Land Monster und ist so feuerrot, das ist wunderbar. Also sowas in meiner Jugend, unbezahlbar gewesen. Jetzt können wir es bezahlen, 13,21 Euro. Ja, der Wahnsinn. Und ich denke, das ist so ein schönes Geschenk fürs Patenkind, für den kleinen Jungen oder auch die Mädels, weil mittlerweile spielen die Mädels ja genauso gern mit solchen Autos wie auch die Jungs. Oh, klasse, für 13,21 Euro gleich zwei
bestellen, oder? Bei dem tollen Preis, neu bei uns hier für 13,21 Euro. Das ist ja Wahnsinn. NX 93 59 569, das macht richtig Spaß. Da muss ich sagen, das macht richtig Spaß. Da können Sie spektakuläre Manöver fahren. Riskanter Fahrspaß für draußen. Einfach zu steuern, auch für die etwas kleineren Kinder. Die können damit toll schon umgehen mit dieser Fernbedienung. Also greifen Sie dazu für 13,21 Euro. Ja, also man sagt sogar empfohlen ab 3 Jahre. Also Kinder unter 3 Jahre nicht, aber ab da. Und genau für diese Zielgruppe haben wir das nächste. Und das ist, muss ich sagen, ist auch wieder was. Ich habe gerade von meiner Jugend erzählt, die ist schon eine Weile her. Aber hätte ich als Kind sowas geschenkt bekommen, ich glaube, ich wüsste heute noch, von wem ich dieses Geschenk habe. Weil das ist etwas so Außergewöhnliches. Da erinnert man sich noch Jahrzehnte später daran. Ein Kindermotorrad. Und das ist so toll. Ich mag das ja auch so gerne. Gerne. Oh mein Gott, wenn ich schon Kinder hätte, da würde ich das auch sofort kaufen. Das ist ein Knaller, vor allem für den Preis. 94,91 Euro, dass sowas für unter 100 Euro jetzt möglich ist. Also unglaublich. Ich mache es nochmal an, ja? Ich zeige Ihnen das nochmal. Hier vorne ist der Anschalter und ich schalte es jetzt bewusst nochmal an, damit Sie mal mit reinhören können, wenn man den anschaltet. Richtig, Vollgas. Und das ist jetzt nicht nur der Effekt, sondern ich kann wirklich fahren. Musik habe ich noch dabei, eine Hupe habe ich natürlich auch drin, Beleuchtungselemente. Und jetzt, ja, hup, ruhig mal, wenn der Papa im Weg steht, dann wird gehupt. Und jetzt nicht nur zum Hinstellen und Draufsitzen, sondern zum Fahren. Da ist ein Elektromotor drin und bis zu 4 Stundenkilometer schnell können die Kleinen jetzt fahren. Empfohlen bis maximal einem Körpergewicht von 30 Kilo. Das heißt, so Kinder von 3 bis 7 Jahren, die können da draufsitzen. Und natürlich auch sehr, sehr sicher. Sie sehen hinten, trotz Motorrad, es ist eigentlich ein Trike, weil hinten haben wir 2 Räder versetzt, ne? Sodass es ganz, ganz stabil ist. Wir haben da hinten sogar noch einen Kofferraum, also hier Koffer, ein Gepäckkoffer. Da können wir also ruhig auch mal einkaufen fahren mit den jungen Damen und Herren und da sogar das Eingekaufte reinmachen. Super süß. Und dann werden die Kinder nebenher fahren. Und das ist so etwas, das macht Spaß. Da werden die Kinder auch nicht nörgeln, wie weit ist es noch, sondern komm, wir fahren noch eine Runde. 3 Stunden lang darf diese Runde gehen, weil so lange reicht der Akku aus, dass sie 3 Stunden lang unterwegs sind. Dann einfach wieder ans Ladegerät, wenn sie zu Hause sind. Und dann kann man später wieder weiterfahren. Höchstgeschwindigkeit 4 Stundenkilometer. Das ist natürlich das, was erlaubt ist auf Gehwegen und damit fährt man nur auf Gehwegen. Und natürlich dementsprechend für Sie auch eine Geschwindigkeit als Eltern oder als Großeltern, dass man auch jederzeit noch mal hinterherkommt und sagen kann, halt, stopp, andere Richtung. Ja, also da fahren die Kinder nicht weg, aber sie fahren selbstständig. Und das halte ich auch für wichtig, weil hier lernen Sie schon spielerisch für die Zukunft mit Fahrzeugen umzugehen. Also auch mal die Lenker, den Lenkeinschlag und Ähnliches, das wird hier schon im frühesten Alter spielerisch gelernt. Und später wird das auch helfen, wenn Sie dann mit dem Fahrrad zum Beispiel zur Schule fahren oder so. Dann hat man einfach schon ein klein wenig Übung. Das ist so schön, ja, und so toll, ganz sicher gestaltet. Und so ein tolles Fahrzeug jetzt für 94,91 Euro. Das ist eine richtige Sensation. Ja, Kinder lieben sowas. Ich wollte damals auch, als ich klein war, sowas immer haben. Und das war damals einfach unbezahlbar. Wir machen das jetzt hier möglich, ja? Also greifen Sie zu, wenn Sie hier so jemanden in der Familie haben. Vielleicht Ihre eigenen Kinder oder die Enkelkinder, ja? Wenn die in so einem Alter sind. Überlegen Sie mal, Sie können damit ein so tolles Geschenk machen. Die werden ja begeistert sein. Die werden sagen, oh mein Gott, ja, überlegen Sie mal, die drehen total durch, wenn die sowas bekommen, ja? Ich stand da immer im Geschäft und vor den Schaufenstern damals. Und damals hat das ja, überleg mal, das ist mittlerweile 30 Jahre her, ne? Als ich sowas haben wollte. Da du bist doch erst 24, Ralf, du bist aber süß. Naja, ich bin schon ein bisschen älter. Aber da hat das über 1000 Mark damals gekostet. Ne? Richtig, über 1000 Mark. Und damals konnten die auch nur ganz, ganz wenig fahren. Da konnten die, glaube ich, 30 Minuten fahren. Ja, die Akkutechnologie hat sich Gott sei Dank wesentlich verbessert. Jetzt 3 Stunden, das muss man sich mal überlegen. Kathi, das schenkst du jetzt einem Kind, aber du machst vielen Kindern eine Freude, weil das beschenkte Kind wächst irgendwann mal raus und dann wird es weiter vererbt in der Familie. Dann geht es an die Kleinen, die hinterherkommen. Und so werden viele, viele Kinder
daran auch Freude haben. Und das finde ich auch wichtig, dass man Spielzeug, das ist ja ein Spielzeug, das man verschenkt, dann nicht nach 2 Tagen in der Ecke rumhängt, sondern dass erstens mal das Kind lange Freude dran hat und dann die nachfolgenden Kleineren, die in der Familie hochwachsen, denen wird es dann vererbt und die freuen sich dann auch nochmal. Und so geht das immer weiter. Ich finde es hervorragend. Und auch, du darfst ruhig noch ein bisschen Musik machen, sei nicht so schüchtern. Das ist ja auch toll. Übrigens, ganz, ganz wichtig, der Lautstärkeregler. Also wenn Ihnen die Musik da mal so laut ist, gehen Sie einfach hin und machen es ein bisschen leiser. Aber das ist ein Traum für jedes Kind. Und der Traum ist jetzt für die Eltern oder Großeltern endlich bezahlbar. 94,91 Euro mit der Bestellnummer NX1310 und der 569. Greifen Sie dazu. Die sind super beliebt. Einige Modelle schon ausverkauft hier bei uns. Und das tolle Kindermotorrad, ja, das können Sie jetzt direkt bestellen, ist sofort lieferbar. Das ist natürlich ein Knaller, dass wir das jetzt noch haben. Das ist dann innerhalb von 2 bis 3 Tagen bei Ihnen. Letztes Jahr war es Anfang Dezember ausverkauft. Ja, Anfang Dezember war es. Also man sollte da wirklich jetzt schon dran denken, dass es nicht dieses Jahr wieder genauso ist, weil das ist sehr, sehr gefragt. Überleg mal, es sind keine 40 Tage mehr bis Weihnachten. Ne? Das ist gar nicht mehr lange. Deshalb lieber jetzt zugreifen, nicht, dass das dann weg ist. Da ärgert man sich dann schon. Deshalb, das sagen wir ja immer, die schönen Weihnachtsgeschenke sind jetzt noch lieferbar. Die sollten Sie auch jetzt bestellen. Weil wenn man da zu lange wartet, dann sind die guten Sachen alle weg. Und dann kann man nur noch, ja, das, was übrig ist, leider als Geschenk dann auswählen. Lieber jetzt schon direkt bestellen, damit Sie die guten Sachen noch bekommen, die momentan noch lieferbar sind. Und das ist jetzt hier so ein Knallergeschenk, dieses Kindermotorrad. Deshalb gleich in die Leitung gehen und sich das dann nach Hause holen. Und unser Engelchen ist hier schon wieder unterwegs, ja. Mit dem nächsten Produkt voller Energie schießt sie hier herein. Und das ist auch ein tolles Produkt. Oh, ich wollte gerade ja sagen, Knallergeschenk, was du gerade gesagt hast, das ist hier auch das richtige Wort. Weil jeder hat schon mal davon gehört, Smartwatches. Was sind Smartwatches? Uhren, mit denen ich auch telefonieren kann. Hier haben wir ein ganz, ganz außergewöhnliches Gerät. Aber wenn Sie schon davon gehört haben, dann ist man oftmals der Meinung, weil man dann auch irgendwelche Preise um die Ohren geschlagen bekommt, dass man sie nicht bezahlen kann. Hier machen wir eine Handyuhr endlich mal bezahlbar. Und jetzt haben Sie zwei Wörter gehört, Handyuhr und Smartwatch, und das möchte ich Ihnen jetzt erklären. Also im ersten Moment ist es eine wunderschöne Uhr mit verschiedenen Displays, die ich mir anzeigen lassen kann. Du musst jetzt einfach, da drüben haben wir es wie ein Home-Button, also im ersten Schritt einfach mal die Zeit angezeigt und im zweiten Schritt, wenn ich drüber wische, ja, du musst kürzer draufbleiben, dann kannst du das Display wechseln. So, siehst du, das ist mein Lieblingsdisplay, aber so einfach geht das. Und wenn wir jetzt aber mal von links nach rechts wischen über dieses runde Display, jetzt kommen wir zum ersten und dann zum zweiten Schritt. Und hier sehen wir, dass es eben ein vielseitiges Gerät ist. Also erstmal kann ich hier autark telefonieren. Das heißt, das ist ein vollständiges Telefon. Ich lege eine SIM-Karte ein, eine Nano-SIM-Karte. Also das ist die kleinste mögliche mittlerweile. Und könnte es zum Beispiel als Zweitkarte für meinen Vertrag, den ich habe, beantragen und kann das hier als Zweittelefon benutzen. Kann es auch mit Prepaid oder Ähnlichem nutzen, weil das ist komplett autark und vertragsfrei weltweit nutzbar. Das ist jetzt die erste Möglichkeit. Hier sehen wir neben der SIM-Karte, die hier eingelegt wird, auch noch eine Speicherkarte, eine Micro-SD-Karte. Die kannst du auch einlegen. Dann kannst du hier auch Musik abspielen drüber oder auch Bilder auf dem Display anschauen oder Ähnliches. Dann haben wir hier in der Uhr drin, und du merkst, das ist jetzt alles noch selbstständig, ohne Fremdgerät, haben wir hier auch eine Fitness-Armband-Funktion drin, also ein 3D-Sensor, der Schritte zählt, Kalorienverbrauch misst und Ähnliches. Genauso deinen Schlaf überwacht. Aber wenn wir dieses Gerät jetzt per Bluetooth mit unserem Smartphone verbinden, dann wird es eben zur Smartwatch. Dann bekomme ich sämtliche, da sehen wir auch, wie einfach das geht, kurz koppeln. Und jetzt bekomme ich sämtliche Nachrichten, die normalerweise auf dem Smartphone landen, bekomme ich auf dem Handgelenk mit einer kleinen Vibration, sodass ich es auch merke sofort. Und dann schaue ich drauf und weiß sofort, was Sache ist. Also Push-Nachrichten sind E-Mail-Benachrichtigungen, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter und das alles, was es heutzutage gibt an sozialen Netzwerken. Und Anrufe natürlich werden dann auch direkt aufs Handgelenk übertragen. Und das ist jetzt auch wieder eine wichtige Sache. Erstens mal ist es oftmals bei verschiedenen Situationen unpraktisch oder auch unhöflich, das Smartphone in der Hand oder auf dem Tisch liegen zu haben. Und zum Zweiten, beim Autofahren darfst du es gar nicht mehr. Ja. Und jetzt kannst du das hier als vollwertige Freisprecheinrichtung einsetzen. Und die Sprachqualität in beiden Richtungen, die ist ungeheuer gut.
Ja, und jetzt schau mal auf den Preis. Wir haben es vorhin gesagt, Smartwatches, wenn Sie schon mal davon gehört haben, haben Sie sicher auch im selben Atemzug gehört, wow, sind die teuer. Den ersten Teil, dass Smartwatches toll sind, den dürfen Sie weiterhin für sich behalten, aber dass sie teuer sind, den Satz, den können Sie gleich mal vergessen. Sie sehen hier 33,16 Euro in diesem wunderschönen runden Design. Also es ist schon mal eine tolle Uhr. Es ist ein autarkes, ein selbstständiges Telefon. Ich kann auch das Ganze als Musiküberträger benutzen. Da sehen wir einfach Kopfhörer, da ist im Lieferumfang dabei, anschließen und jetzt Musik entweder direkt am Handgelenk ohne Kopfhörer oder über diese In-Ear-Kopfhörer, die im Lieferumfang sind, dann Musik hören. Telefonieren, all das geht damit, entweder autark, mit nur mit der Uhr oder dann per Smartwatch, also über Bluetooth verbunden, dann mit der Nummer meines Smartphones. 33,16 Euro, der tolle Preis für diese Handyuhr Smartwatch. Und die steht natürlich auf vielen Wunschzetteln ganz, ganz oben. Wenn Sie diesen Wunsch jetzt erfüllen wollen, ja, dann können Sie das jetzt noch tun. Die sind bei uns gerade ganz stark nachgefragt, ja. So ein Modell jetzt für 33,16 Euro. Sie haben gehört, was da alles möglich ist. Ja? Autark als Handyuhr oder per Bluetooth dann mit dem Handy verbunden, mit dem Smartphone verbunden, als Smartwatch nutzen. Das geht hier auch. Diese vielen Fitnessfunktionen mit dabei und. Für 33,16 Euro. Das ist ein Knaller. Die Bestellnummer DPX 45 57 569 sehen Sie oben eingeblendet. Und dann bekommen Sie die nach Hause. Sie dürfen selbstverständlich jetzt auch gleich zwei oder drei bestellen. Das ist kein Problem. Viele möchten ja direkt für die Enkel zum Beispiel hier zugreifen. Das haben wir erlaubt. Also auch gleich zwei oder drei dürfen Sie hier bestellen. Und dann wünschen wir schon ganz viel Spaß, weil das ist natürlich ein Top-Produkt. Und hier geht es weiter mit Sicherheit. Ja, und das wäre jetzt ein Geschenk als optimaler Sohn. Winkt mit dem Zaunpfahl, wenn man jemanden kennt, der im letzten Jahr so einen kleinen Toucher hinten ins Auto bekommen hat, weil er beim Rückwärtsfahren einen Unfall gebaut hat. Ja. Und es ist klar, das passiert immer wieder, selbst erfahrensten Autofahrern, weil wir bei normalem Auto eben hinten keine Augen haben, weil es gibt immer einen toten Winkel, egal wie welches Auto Sie haben. Sie haben links und rechts einen Spiegel und den Rückspiegel, aber die Szene hinterm Kofferraum, die ist immer im toten Winkel. Und das können wir jetzt ganz einfach ausgleichen mit dieser Rückfahrkamera. Das hier ist jetzt, also Entschuldigung, so, das hier ist jetzt das Nummernschild im Prinzip, der Nummernschildhalter. Da machen Sie Ihr Nummernschild rein. Und wenn Sie jetzt hier oben hinschauen, da ist die Linse, die auch noch beleuchtet ist. Und die kannst du auch noch einstellen, weil je nachdem der Neigungswinkel anders ist. So, und da wird jetzt gefilmt. Da schließt man ganz einfach an die Stromversorgung an im Auto. Jetzt muss man da ein klein wenig Ahnung haben, weil die Stromversorgung schließt man an den Rückfahrscheinwerfer. Mhm. Das hat jedes Auto, das ist Pflicht in Deutschland. Und dann wird die aktiv, sobald der Rückwärtsgang reingeht. Wenn man da nicht so ganz affin ist mit der Elektrik, dann einfach in die Werkstatt des Vertrauens fahren, alles vorbereiten und sagen, könnt ihr mir bitte das anklemmen? So, und jetzt wird dieses Signal per Funk, das ist auch ganz, ganz wichtig, nach vorne übertragen. Und da stelle ich diesen Monitor hinein. Und dieser Monitor, den kann ich einstellen, wie ich will. Ich kann neigen, ich kann ihn, also ich klebe ihn fest auf. Und das ist sowas, ein Baum, den könnte man vielleicht noch sehen. Aber wenn das jetzt so ein Baumstumpf wäre, den würdest du im toten Winkel nicht sehen. Und das siehst du jetzt sofort hier in diesem Monitor. In diesem großen Monitor, den du einfach jetzt mit Strom versorgst. Und sobald hinten das Signal gesendet wird, empfängt der Monitor das automatisch. Also das heißt, sobald ich rückwärts fahre. Und das ist so, also Rückfahrkameras gibt es natürlich schon in Autos, aber das ist eine Riesenoption, die kostet Hunderte von Euro, teilweise sogar Tausende, je nach Modell. Und du hast es eben nur in den Luxusklasse-Fahrzeugen. Mhm. Und wenn Sie das in Ihrem Auto haben wollen, und ich muss jetzt, gucken wir mal auf den Preis, 85,41 Euro. Und wenn du mal so eine kleine eine Rückfahrpanne hattest, also du weißt, was ich meine, so, ja. Bing, oh, hoppla. Und die meisten Stoßstangen hinten sind ja lackiert heutzutage, ne? Du musst also heutzutage, wenn da ein Riss drin ist, kannst du es nicht mehr reparieren. Früher die Blechstoßstangen, die hat man vielleicht noch gebogen und gespachtelt. Das geht heute nicht mehr, du brauchst eine komplette neue Stoßstange. Ja. Ja. Und die kostet wesentlich mehr so. Als 85 Euro. Und was natürlich auch wichtig ist beim Rückwärtsfahren, bist du hiermit natürlich wesentlich sicherer, weil du alles siehst, was hinter dir ist. Stell dir mal vor, da läuft auch mal ein Kind oder so hinter das Auto, rennt da nach dem Ball oder sowas. Ne? Ja. Und du siehst das nicht. Das ist ganz furchtbar. Deshalb ist immer gut,
gut, da wirklich so eine Kamera nach hinten zu haben, dass man einfach sieht, was passiert. Gerade wenn man auch mal rückwärts aus einer Garage fährt oder sowas. Ne? Das ist ja auch immer so in den Straßen. Dann versuchst du rückwärts irgendwo auszuparken aus deinem Grundstück, fährst aus der Garage oder so raus. Du siehst ja dann nicht richtig, was da hinten ist, selbst mit Rückspiegel und allem nicht. Ja, also das ist wirklich toll, sowas zu haben. Und es gibt so viele Sachen, wo das passieren kann. Also du kennst sicher auch diese Begrenzung Steine, die oftmals an Ansätzen von Wiesen liegen. Die sind nur so hoch. Da hast du gar keine Chance, die im Rückspiegel oder Seitenspiegel zu sehen. Und wenn du da mal hinten drauf kommst, wenn du dann zu schwungvoll bist, ist sogar deine Ölwanne oder ähnliches noch kaputt. Unten geht dann noch was kaputt. Und dann wird es richtig teuer. Hiermit kann ich das vermeiden, weil ich habe keinen toten Winkel mehr, weil alles, was hinter dem Auto ist, wird mir hier im Bildschirm angezeigt. Und das ist eben toll. Die Neigung hier, je nachdem, was für ein Cockpit ich habe, ist verstellbar. Du siehst, hier hinten ist ein Gelenk drin. Mhm. Und das Ganze klebst du ganz einfach auf dein Armaturenbrett und zwar genau an die Stelle, wie es für dich als Fahrer angenehm ist. Der Beifahrer muss das gar nicht sehen. Du musst es auf dich als Fahrer einrichten, weil du musst ja sehen, wo du hinfährst. Ja, ja? Das ist super schön. Ja? Deshalb greifen Sie dazu. 85,41 Euro für so viel Sicherheit. Also das ist wirklich ein tolles Geschenk. Vielleicht auch für einen Fahranfänger. Wenn Sie da jetzt jemanden in der Familie haben, der vielleicht gerade Fahranfänger ist, die haben ja meistens dann auch die etwas einfacheren Autos. Ich hatte damals auch so einen älteren Polo. Das war mein erstes Auto, mit dem ich dann rumgefahren bin. Das hat natürlich noch nicht so eine Top-Ausstattung. Aber mit sowas bringen Sie halt sehr viel mehr Sicherheit dann auch in so ein Auto rein. Und das sind dann 85,41 Euro, die sehr gut investiert sind, glaube ich, einfach um nochmal mehr Sicherheit dann einfach auch dem Fahrer zu geben. Auch wenn das ein junger Fahrer ist. Da hast du absolut recht. Was mir hier so besonders gut gefällt, ist, wie einfach das zu installieren ist. Also hinten einfach den alten Nummernschildhalter weg, den neuen dran, dann gehst du mit dem Kabel rein, dann stellst du vorne den Monitor hin, schließt den an den Strom an und hinten, wenn sie sich da nicht sicher sind, einfach kurz in die Werkstatt. Das ist eine Sache von 3-4 Minuten, wie die das machen, weil sie diese Kamera an die Rückfahrleuchte anschließen müssen und dann ist immer, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird, die Kamera in Betrieb, das Bild vorne auf dem Monitor und somit kann ich jederzeit dann sicher rückwärts Auto fahren. Also leicht ins System bei Ihrem Auto einzubinden, Sie haben es gehört und das ist so ein cleveres Produkt. Deshalb da gleich zugreifen, wenn Sie da jemandem eine Freude machen möchten, wenn Sie sagen, der soll sicherer unterwegs sein, jemand aus Ihrem Familien- oder Freundeskreis, 85,41 Euro mit der PX 41 48 569. Eine ganz, ganz tolle Sache, finde ich wirklich toll. Ich finde es auch schön, dass wir solche Produkte hier mal anbieten können in unserer tollen Geschenkeshow, weil das ist einfach auch ein wichtiges Thema, das man mal besprechen muss. Und da kommt unser Engelchen, die hat es schwer zu tragen die jetzt. Wollen wir ihr mal was abnehmen? Ja, aber komm mal her, Schatzi, wir nehmen dir mal was ab. Gottes Willen, das ist natürlich jetzt eine Riesenanlage, die wir hier für Sie haben. Wir bauen das hier mal ein bisschen auf. Es geht um das Thema Musik, eine Kompaktanlage, die wir hier haben mit zwei, Sie haben schon gesehen, separaten Lautsprechern. Dann stellen wir die auch mal richtig auf. Also riesig groß, Kompaktanlage mit allen Abspielmöglichkeiten. Hier sehen Sie es auch schon im Film. Da werden toll Platten abgespielt, ne, wenn Sie das möchten. Aber auch noch weitere Möglichkeiten gibt es. Der Plattenspieler sticht natürlich als erstes ins Auge. Ja, und das ist eben, also heutzutage gibt es zweierlei Arten von Musikanlagen. Erstens mal die älteren Modelle und die neuen. Ja? Aber es gibt eigentlich keine Musikanlagen, die beides miteinander vereinen. Hier haben wir die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft vereint. Weil diese Anlage, das sehen wir gleich auf den ersten Blick, ist natürlich auch ein Plattenspieler. Heutzutage ist es ganz, ganz schwer, hochwertige Plattenspieler zu bekommen oder Anlagen mit einem Plattenspieler gibt es so gut wie gar nicht mehr. Hier haben wir den Plattenspieler dabei. Natürlich können da alle Schallplatten von früher abgespielt werden. Also auch die Geschwindigkeit ist variabel. Wir haben 33, ein Drittel, 45 und 78. Weiter können wir auch hier auf der Seite, das sehen Sie jetzt nicht, aber glauben Sie es mir einfach, Musikkassetten hochwertig wieder abspielen. Wir können es ruhig ein bisschen drehen. Ja. Zack, da. Da sehen wir es. Jetzt darfst du auch an der Lautstärke ein bisschen regeln. Dann können wir auch noch ein bisschen Musik nebenher hören vom Plattenspieler. So, jetzt, wenn wir vorne drauf wieder schauen, dann sehen wir da ein CD-Fach. Wir können also auch CDs abspielen hier, jederzeit anhören. Dann haben wir
USB- und SD-Schacht. Das heißt, auch die neuen Medien, also hier per USB abspielen oder per SD-Karte meine Lieder abspielen. Und Bluetooth-fähig ist diese Anlage auch noch. Also Sie sehen, Nostalgie, Schallplatte, Musikkassette, dann Gegenwart, natürlich CD und jetzt das Aktuellste ist natürlich Bluetooth. Es ist natürlich die USB-Sticks oder die SD-Karten als Speicherelement. So, und jetzt haben wir hier also schon mal sämtliche Abspielmöglichkeiten, die es eigentlich gibt. Aber, und jetzt kommen wir zu dem, was es noch ganz besonders macht. Ich kann jetzt auch eine Schallplatte zum Beispiel, meine Lieblingsschallplatte, kann ich aber nicht mitnehmen ins Auto, um sie dort anzuhören. Ich bin also begrenzt eigentlich dort die zu hören, wo mein Schallplattenspieler steht. Ja. Jetzt kann ich aber diese Schätzchen mit per Knopfdruck einfach digitalisieren, indem ich einfach einen USB-Stick oder eine SD-Karte reinstecke, auf Record drücke, während die Platte läuft und sofort wird das umgewandelt in eine MP3 und gespeichert auf dem Speichermedium, das ich gerade gewählt habe. Das heißt, ich kann dann auf SD-Karte oder auf USB-Stick hier direkt die Musik von meiner Schallplatte zum Beispiel digitalisieren und da das gespeichert, ja. Da ist dann alles gespeichert und ich könnte dann die Musik auf dem USB-Stick mitnehmen in mein Auto oder die am PC anhören. Richtig, das, was ich vorher auf der Schallplatte hatte. So wie wir es jetzt gerade sehen, genau das ist es dann und vor allem, wir haben ja auch noch eine Software im Lieferumfang enthalten. Du kannst das Ganze auch noch ein bisschen bearbeiten. Also es gibt so kratzige Platten. Die Älteren werden das wissen, wenn es mal richtig nur noch kratzt und scheppert oder auch bei Musikkassetten, die ich jetzt digitalisiere, wenn die mal einen Bandsalat hatten, dann gibt es die Stelle, wo so komisch macht. Ja. Sie kennen die Geräusche alle, also die in meinem Alter sind und älter. Und das kannst du da nochmal ausmerzen. Aber das Schöne ist, du hast hier die Möglichkeit, alles abzuspielen, wirklich alles, außer Tonbänder. Früher gab es noch Tonbänder, noch mal eine Generation zuvor. Aber Musikkassetten, Schallplatten, CDs per Bluetooth kannst du übertragen. Du kannst neue Medien abspielen per USB oder auch SD. Und gleichzeitig kannst du jetzt die analogen Medien, also Schallplatten, Schallplatte und Musikkassette auch noch digitalisieren, übrigens dadurch wieder bearbeitbar machen. Ja, du kannst sie beliebig oft dann vervielfältigen und vor allem, du kannst sie auch wieder mitnehmen, zum Beispiel ins Auto. Also das ist so eine kompakte Stereoanlage mit allem drin, holzbauweise, ja, 40 Watt Musikspitzenleistung. Also für Musikliebhaber ist das ein absolutes Muss, vor allem für die, die eben noch so eine richtig große Schallplattensammlung zu Hause haben. Und das sind mehr, als man denkt. Ja. Das Schöne ist, wenn du Schallplattenliebhaber bist, hast du es heutzutage eigentlich einfach, weil du gehst auf den Flohmarkt, da werden Schallplatten verkauft und dann heißt das Stück 1 Euro. Ja? Und dann kannst du so alte Musikschätze, kannst du da nochmal einsammeln. Also erweitern, das scheitert meistens daran, dass ich ja zu Hause gar keine Möglichkeit mehr habe, keine hochwertige Möglichkeit mehr, Schallplatten anzuhören. Hier habe ich sie wieder, unter anderem. Ja, und dann auch gleich digitalisieren, wenn Sie möchten. Also das ist so ein Top-Produkt. Richtig toll. Wenn Sie dazu greifen möchten, dann jetzt bitte, damit Sie auch den TV-Sonderpreis bekommen. 161,41 Euro. Die Bestellnummer, die ZX16 69569. Und jeder hat doch irgendwo noch Schallplatten oder dann auch tolle Kassetten auf dem Dachboden oder irgendwo im Keller und man hört die gar nicht mehr an und man möchte die gerne wieder anhören oder vielleicht dann halt auch wirklich digitalisieren. Die erste selbst aufgenommene Kassette oder die ganzen Hörspiele, die man da früher hatte. Viele haben die noch zu Hause, kartonweise. Und stell dir mal das vielleicht dann auch als Weihnachtsgeschenk vor für deine Liebsten. Stell dir mal vor, du digitalisierst Sachen. Perfekt. Oh, das wäre doch toll. Das ist auch schön, so alte Kassetten, die alten Bibi Blocksberg oder was hast du damals gehört? Benjamin Blümchen TKKG. Genau, da liegen noch Millionen von diesen Kassetten rum. Die kann ich jetzt auch digitalisieren und dann natürlich mit neuen Medien abspielen. Oh, toll, oder? Wir haben super Produkte heute. Und da kommt das Engelchen und die bringt uns hier Bioethanol und ja, so ein tolles Gerät. Das sieht aus wie ein Dirigentenstock. Das ist natürlich nur ein Zubehör, weil unserem Engelchen war jetzt nicht zuzumuten, unser nächstes Produkt reinzumachen. Aber Sie haben es vielleicht schon erahnt, es hat was mit Bioethanol zu tun. Und Bioethanol ist eine sehr, sehr saubere Möglichkeit, wunderbares Feuerspiel in die Wohnung zu bringen. Und hier haben wir einen Deko-Kaminofen, der für entweder den Boden bestens geeignet ist oder auch ohne Probleme an die Wand gehängt werden kann. Aber es ist wunderbar.
wunderschön. Und Sie sehen hier dieses Flammenbild. Und diese Flamme wird einzig und allein aus Bioethanol gewonnen. Und was ist jetzt der Vorteil an Bioethanol? Ganz einfach, ich habe keine Brennrückstände, also keine Asche. Ich habe auch keinen Ruß und ich habe keine Geruchsbelästigung, weil das ist absolut geruchsneutral. Und jetzt füllst du einfach in den kleinen Tank hier unten, den wir gerade gesehen haben, füllst du Bioethanol ein und dann zündest du es an. Jetzt bitte nicht erschrecken, wenn Sie am Anfang, wenn man den zum ersten Mal anzündet, wenn man dann nicht sofort eine Flamme sieht, weil Bioethanol braucht so 1-2 Minuten, um das Flammbild zu entwickeln und dann hat man ein Farbenspiel, das ist unglaublich. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was das hier für ein Zubehör ist, Sie sehen, da ist ein Regler drin, damit kann ich später wieder zuschieben und damit mache ich den Ofen praktisch wieder aus. Dafür ist das hier. Und also ich finde das schön, gerade wenn man so ein bisschen so eine Art offenes Kamin, wenn man so eine Atmosphäre zu Hause haben will, das aus baulichen Gründen aber einfach nicht möglich ist, dann ist das hier die perfekte Alternative. Und viele wünschen sich, glaube ich, einen Kamin zu Hause. Viele haben schon oft darüber nachgedacht. Sie auch? Haben Sie sich das auch schon gewünscht? So ein tolles Feuer zu Hause, wo man sich abends so vorsetzen kann, in die Flammen schauen, das hat auch was ganz Beruhigendes. Ne? Aber ein Kamin ist teuer und ein Kamin macht viel Arbeit. Das rußt, es raucht. Hier die saubere, die schicke, die elegante Variante. Ohne diesen ganzen Schnickschnack. Hier gar keine Arbeit. Hier einfach nur diese tollen Flammen genießen. Und das Ganze auch noch in dem schönen Design von Carlo Milano. Das ist so toll. Und der sieht aufgestellt schon schön aus mit diesem schicken gläsernen Standfuß. Ja. Dann dieses gebürstete Edelstahl. Also ein richtiger Hingucker als Dekoration auch für Ihre Wohnung. Ne? Also da werden die Gäste staunen. Ja, und wir sehen hier, das ist nur der Standfuß und natürlich unten die Platte, dass es sehr stabil ist. Der eigentliche Ofen ab hier, das können Sie an die Wand hängen. Dann hat er eine Höhe von 50 cm. Hier haben wir noch zusätzlich 13 cm, also im Stehen dann weit über 60 cm groß. Und das stelle ich einfach irgendwo auf. Ich muss nicht auf Strom oder sonst was achten. Ich könnte es sogar mitten im Raum machen. Natürlich Richtung Wand wird es dann natürlich noch besser aussehen. Und dann Bioethanol hinein. Bioethanol werden wir Ihnen nachher auch noch anbieten hier, reinmachen, 300 Milliliter, fast eine Tankfüllung und dann habe ich 2,5 Stunden diese wunderschöne Flamme, die dann natürlich auch ein bisschen Wärme entwickelt, also man kann sich da ruhig auch davor setzen und mal die Hände wärmen, so wie man es an einem offenen Kamin eben machen will, das ist alles hier, aber ich habe die Negativseiten nicht, ich habe ich muss keinen Schornsteinfeger holen, ich muss auch nicht Holz hacken gehen oder Holz irgendwo lagern oder Kohle und später muss ich auch nicht die Asche wegräumen, weil das ist hier absolut nicht der Fall. Bioethanol verbrennt rückstandslos, geruchfrei und rußt auch nicht oder qualmt auch nicht und dementsprechend ist natürlich auch kein Kamin notwendig. Und wir sind hier total begeistert. Ne? Das sieht super schick aus. Auch die Presse, wir schauen mal auf eine Pressestimme. 10 von 10 Punkten zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis könnt ihr euch einen optisch ansprechenden Bioethanol-Kamin von Carlo Milano ins Haus holen, der eine romantische Atmosphäre garantiert. Ein wirklich tolles Produkt von Pearl, das wir euch ganz klar empfehlen können. Vielen Dank für diese 10 von 10 Punkten. Top-Bewertung hier. Der ist wunderschön, muss man sagen. Vor allem alles Edelstahl, das bleibt auch so, das ist ja ganz, ganz wichtig. Nicht, dass wenn ich sage, ach, den habe ich 4 Wochen, dann sieht er aus wie so ein alter Kasten. Nein, der wird genau so bleiben. Stellen Sie den in Ihr Wohnzimmer oder verschenken Sie es an jeden. Wir sind ja in der Geschenkeshow an jemanden, der schon lange gesagt hat, ach Mann, ich will mal so einen offenen Kamin. Mein Traum vom offenen Kamin auf einem Fell liegen und sich wärmen lassen. Ich glaube, viele Damen haben das. Also falls jetzt einige Herren zuschauen, Ehemänner da draußen, die jetzt überlegen, aha, vielleicht, ja. Also ich glaube, viele Damen freuen sich da sehr drüber, sowas zu bekommen. Und wenn sie den dann vor Weihnachten vielleicht ganz heimlich schon mal bestellen und dann auch schon mal aufbauen und schon mal schön platzieren im Wohnzimmer und dann am Heiligabend dann auch ihre Liebste dann ins Wohnzimmer reinkommt und der steht schon da und ist schon angezündet und die freut sich wahnsinnig. Also das ist so ein richtiges Highlight-Geschenk dann auch. Und da wird die ihnen um den Hals fallen und sagen, ach, wie toll, das ist auch ein romantisches Geschenk, was sie dann machen, ne? Weil sie da zusammen dann vorsitzen können, wie Ralf gerade schon gesagt hat, gemütlich zu zweit mit einem Gläschen Wein vielleicht noch. Also das ist ein Traum. Also an alle Ehemänner da draußen, Top-Geschenk für die Ehefrau. Es sieht auch zusammen dann so, schick aus. Schon mal aufgebaut.
Du, aber auch wenn Gäste kommen, die werden komplett beeindruckt werden, wenn es dann angezündet ist und die Flamme hier rumzüngelt, sagt man so schön. Und ich liebe das Flammbild von Bioethanol. 123,41 Euro, das ist auch so ein guter Preis, richtig, muss man sagen. Also die kostet ja normalerweise ein kleines Vermögen. Hier heute jetzt der TV-Sonderpreis, 123,41 Euro. Sind es unverbindliche Preisempfehlung vom Hersteller, 300 Euro. Das heißt, sie sparen über 50%. Ja. Die NC16-43569. Ralf hat auch Bioethanol gleich mitgebracht. Richtig, ganz, ganz wichtig. Und da sehen wir auch ein Sicherheitszertifikat TÜV Süd zugelassen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ein Liter Bioethanol, damit wird das Ganze also betrieben. Und da sehen wir es auch. Die höchste Prozentzahl, die möglich ist, 96,6%ig Bioethanol, einfach hineinmachen und das ist genau das Richtige für den Ofen und das jetzt zu einem wirklichen Vorzugspreis, ein Liter für 4,66 Euro, das also unbedingt zu unserem Kamin hier dazu bestellen. Die Bestellnummer hier für Sie, die PX 7649 und die 569, damit dann die Flamme auch so schön brennt und Sie das so richtig genießen können, 4,66 Euro. Hier der TV-Sonderpreis für einen Liter Bioethanol für Ihren tollen neuen Carlo Milano Bioethanol-Kamin. Und dann wünschen wir Ihnen eine ganz romantische Weihnachtszeit. Das wird ein Traum, sage ich Ihnen. Also hier ganz toll. Und da bringt das Engelchen zwei Pakete. Jetzt können Sie mal gespannt sein. Das ist auch ein ganz tolles Produkt. Das finde ich ganz witzig. Also hier, das machen wir uns jetzt zur Aufgabe. Jeder Sendung, die wir tagtäglich machen über unsere Geschenkideen, möchten wir mal, wenn Sie sowas verschenken möchten, möchten wir Ihnen Tipps dazu geben. Geldgeschenke. Immer beliebter. Man fragt sich aber immer, das ist so unpersönlich, Geld zu verschenken. Ja, selbst hier ist es unpersönlich, weil jetzt haben wir einen Vorschlag, wie ich Geld eben verschenken kann. Wir haben hier eine ganz außergewöhnliche Spardose. Sieht so ein bisschen aus wie eine Getränkedose. Aus natürlich hier transparenten Materialien. Und da oben sehen Sie den Einwurfschlitz für Kleingeld. Ja? Und hier sehen Sieht wirklich aus wie so eine Dose, ne? Wie so eine Getränkedose in groß. Auch mit der Öffnung. Ja? Und jetzt haben wir hier, du siehst, nichts drin. Null. So, und jetzt wirf mal ein bisschen Geld rein. Wie viel du reinwirfst, ist mir ganz egal. Wirf einfach mal ein paar Münzen rein und ruhig ein bisschen mehr. Mach nur ruhig viel Zeit, weil da ist ein automatisches Zählwerk drin. Das erkennt jede Münze und siehst du 20 Cent. Und somit kannst du hier. Ist das toll? Das erkennt, welche Münze ich reinschmeiße. Das und das ist so eine Spardose, die ist wunderbar. Die könnte man jetzt natürlich auch noch ein bisschen aufpeppen, wenn man einfach sich irgendwo ein Bild ausdruckt und das hier außen noch aufklebt. Aber ich finde, sie sieht so schön aus. Es hat erst die 50 erkannt und hat es auch gleich zusammengerechnet. Richtig, das rechnet hoch. Es hat erst 50 angezeigt und jetzt zeigt es 70 an. Also 50 plus 20, 70. Das ist ja genial. So, und das ist eine Spardose, die Spaß macht. Ich kann gleich mal ein Ziel setzen. Was weiß ich, ich brauche, gerade bei den Kindern, ich brauche 20 Euro, weil ich das und das kaufen möchte. Und dann sehen wir auch, wie weit wir davon entfernt sind. Alles, was du reinmachst, wird gezählt. Du kannst es jetzt aber, wenn dein Ziel erreicht ist oder wenn du Geld mal wieder rausholst, das darf man ja auch aus einer Sparbüchse, kannst du das auch ganz einfach wieder mit Knopfdruck resetten. Also wieder auf Null setzen und dann fängst du wieder von vorne an. Aber gerade als Geldgeschenk, keine Idee, dann hole ich mir eben das Geld, was ich verschenken will, ob das 20, 30, 50 Euro sind, hole ich mir es in Kleingeld, vielleicht in 50 Cent Stücken, 1 Euro Stücke, 2 Euro Stücke und kann die natürlich reinwerfen und zählen lassen, dann sieht der Beschenkte gleich, was drin ist. Oder ich mache sie rein und mache dann das Ganze wieder auf Null, auf Reset. Dann weiß er auch nicht, wie viel drin ist, dann muss er erstmal wieder reinwerfen. Ist das toll. Tun. Es ist ganz egal, ob das jetzt 1-Cent-Münzen sind, 2-Cent, 5-Cent, 10-Cent, 20-Cent, 50-Cent, 1-Euro oder 2-Euro-Münzen. Alles wird hier gezählt und zwar sehr, sehr genau. Du siehst, 5-Cent angezeigt, gleich dazu gezählt. Jetzt sind wir schon bei 1,85 €. Mann, das geht ja richtig schnell. Mach ruhig weiter. Da gibt es noch ein paar Kaffee, wieder 5-Cent-Stück. Haben wir was Größeres drin? Nee. Ich suche gerade. Haben wir nur Kleingeld heute, ja? Aber es läppert sich auch ganz schön, wenn du das da alles da drin hier reinwirfst. Das dürften auch 10, 20 Euro sein. Warte, ich habe einen kleinen. Also. Mhm. So. Aha. So, und das ist eben ein tolles
eine Idee für ein Geldgeschenk. Und ich kenne es ja aus meiner Familie. Meine Kinder, wenn ich die frage, was wollt ihr zu Weihnachten, dann heißt es auch Geld. Ich will mir das und das kaufen oder ich spare auf das und das. Und das immer so in einem Kuvert überreichen, ich finde es relativ unpersönlich. Und deshalb nochmal der Hinweis, wir werden Ihnen jetzt in jeder Weihnachtsgeschenkeshow ganz am Schluss eine kleine Idee zeigen, wie man Geldgeschenke ideal und eben mal originell verpacken kann. Und das ist eine davon. Unsere Sparbüchse, die auch noch zählt, was hineingeworfen wird. Super toll, oder? 9,41 Euro mit der NC 3442 und der 569. Finde ich super cool. Und wir sind leider schon am Ende unserer Show angekommen. Sie haben jetzt noch mal die Möglichkeit, in die Leitung zu gehen und zu bestellen. Da war für jeden was dabei, ne? Nur sich die tollen Geschenkideen nicht entgehen lassen. Es wäre schade, wenn die anderen die bekommen, ne? The barefoot king composing hallelujah, 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 hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing.